für dich ausgehen. Ja, man kann sich ja vom Gegner übrigens jetzt auch abstoßen. Also man kann Sollst du eure springen Zeit und besser nochmal nutzen und nach springen. einem Versteck Ausschau Und zum halten? Beispiel mal schnell einer größeren Gruppe von Gegnern zu entkommen. Nee. Nochmal nee. Position die erste, Position die zweite und dann die Position die dritte, wie wir schon kennen. So nicht, Herr Prinz. Okay, also an die Computersteuerung muss ich mich definitiv noch gewöhnen und die sollte ich mir auch irgendwie einprägen. Auf PlayStation ist es ja so, dass das immer jedes Mal die gleiche ist. Also, dass immer dieselben Tasten prinzipiell auch dieselben Effekte haben. Zum Beispiel hätten wir da die RT-Taste, die immer bei jedem Prince of Persia für Wandläufe hergenommen wird oder zum Blocken, je nachdem. Jetzt ist es ja so, dass wir rein theoretisch Wandläufe und Blocken in einem machen können. Also wenn wir stillstehen, dann blocken wir und wenn wir laufen, können wir Wandläufe durchführen. Bei Sands of Time war es ja so, dass es praktisch, wenn man gedrückt hat, auch den nicht den Wandlauf, aber das Ganze unterbrochen hat und dann eben einfach: Willst du mich ernsthaft verarschen oder so? Also entweder der Prinz ist so inkompetent oder er tut nur so. Ich denke, er ist so inkompetent. Sprich, wir machen das jetzt auf die Schnellvariante, damit sich der Werteherr nicht irgendwie das Genick bricht beim: Ich springe jetzt von einer Wand und zwar genau in die Richtung, dass ich hier, anstatt dass ich mir an der Kante festhalte, einfach mal ordentlich nach unten segle. Und ja, wir werden natürlich auch versuchen, in diesem Let's Play unseren Prinz möglichst auf qualvolle Weise sterben zu lassen. Aber möglichst nicht die ganze Zeit. Das bedeutet, in dem Fall reicht die momentane Anzahl für einen momentanen Ich Levelfortschritt. rieche eure Angst. Ja, komm her. Nee, du sollst nicht das machen, du sollst das machen. Machst du gern gottverdammten Wundangriff? Nee, nicht den, auch nicht den. Was übrigens auch mal eine nette Abwechslung wäre. Na? Na? Herr Prinz, bitte nicht auf diese Art und Weise. Und auch nicht wegspringen. Einfach so, töten. Ich rieche eure Angst. Können nämlich netterweise, wenn er direkt an der Wand steht, nochmal einen Wandsprung nachsetzen, nachdem wir über ihn drüber gesprungen sind. Hört ihr? Meine Klinge ruft nach euch.
Modus der Prinz gerade ein klein wenig selbstmordgefährdet ist, aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe. Deshalb machen wir es möglichst auf die sichere Variante. Kann man drehen, danke. Und mich stört es so, momentan läuft das Ganze folgendermaßen. Wenn ich I drücke, macht er Zweihand-Kampfstil. Wenn ich dritte Maustaste drücke, was eigentlich genau denselben Effekt haben sollte, jetzt mal, dann macht er aber nur so einen Wegwerfangriff. Ja, dich haben wir hier schon gesehen, dich haben wir hier schon besiegt, also verpiss dich, keine Zeit für dich. Heute wollen wir es sehen. Ja, genau. So. Also, wie wir bereits hatten, nein. So, danke. Vielleicht will uns diese Kamera auch nur sagen. Nee. Und doch. Ach, ich versuch's mal. Könnte ja sein, dass uns die Kamera einfach sagen möchte, dass wir hier rüber sollen und dann hier hoch sollen. Und dann hier von hier aus rüber sollen und dann von hier aus rüber sollen und den Typen töten. Lauft, solange ihr noch könnt. Hier ist endlich mal Platz. Hier versuchen wir es wieder auf die herkömmliche Methode. Sprich, zum Beispiel den hier. Oder den hier. Oder den hier. Den hier. Nein, nicht den hier. Den hier. Nein, auch nicht. Oh. Herr Prinz. Ich rede von dem hier. Na. Dem hier. Ja, genau. Komm her, komm her. Jetzt müsste es gehen. Jo. Komischerweise werden wir dabei verletzt. Und nicht unsere Gegner. Und langsam traue ich dem Leben auch nicht mehr so viel zu. Sprich, ich werde ein paar mehr von diesen Moves einbauen. Es scheint, als ob selbst ich meinem Schicksal nicht entgehen könnte. Na dann, du hattest ein Schwert. Bitte, danke. Das ist, denke ich, eins von den besseren. So, und wie das jetzt abläuft, erstmal hier. Dann hier, die anderen. Hier. Was könnte das bedeuten? Ich sage euch gleich, was das zu bedeuten könnte. Die Herren will ihn tot sehen. Folgendes. Lalalalala. Hopp. Ja, drückt E. Toll, dann machen wir eben E. Wie ist das möglich? Bitte sehr, aber irgendwie. Ach ja, so war das, genau. Mit zweihändiger Waffenkunde. Ja, das Schwert, das teilt verdammt viel Schaden aus, aber wie ihr sehen könnt, ist es ziemlich schnell kaputt. Sprich, wir werden uns leider seiner entledigen müssen und stattdessen diesen Dolch hier mitnehmen. Oder Schwert. Was auch immer das sein sollte. Hier sehen wir eine Axt. Töten. Hier haben wir eine ziemlich bemooste Tür. Was könnte das bedeuten? Das könnte bedeuten, dass wir jetzt erstmal hier irgendwie so hoch sollten.
Nein, hoch, nicht runter. Dann will ich dich hier. Ah, okay, hier. Können wir da so. Nee, können wir eher nicht. Nee, so auch eher nicht. So, das heißt, ich würde bevorzugterweise vielleicht doch irgendwie anders hier hoch. Hopp, hopp. Zum Beispiel hier. Können wir noch das hier zerstören? Auf diese Art und Weise. Nee, auf diese Art und Response Art und Weise. Dann machen wir es eben so. Mit unserem Herrn super inkompetent. Der hier nicht einfach hochkommt. Nein, er muss erstmal 10-mal runterspringen oder runterlaufen. Oder was weiß ich was. Dann drehen wir die Kamera. Nee, die Kamera können wir nicht drehen. Das heißt, er muss es schaffen. Geht doch. So, das heißt, wir können jetzt nicht hier rüber. Hier hoch. Rüber. Vater wäre Töten. Stolz auf mich. So, Schwert kaputt. Schwert entsorgt. Schwert genommen. Danke. So, hier sollen wir, wie es die staubige Wand verrät, einfach mal so rüber. Hoch. Ja, hier vielleicht noch. Ach, nee. Ich verstehe schon. Okay, wie war runterlassen? Das war so. Jo. Das heißt, wir sollen hier rüber, damit wir hier runterkommen, damit wir hier rüberkommen. Und anschließend hier runterkommen. Ich persönlich hätte jetzt nichts gegen eine kleine Quelle bezüglich Leben und so. Ach, was soll's, das ist sicher laufunspringbar. Okay. Ja, wieso momentan die Fallen noch sehr, sehr ineffektiv sind. Folgendes. Hier haben wir unser erstes Zeitportal. Und unsere Zeitportale sind immer mit einem Speicherpunkt versehen. Und mit so einem Wasservorhang. Wieso, das sage ich euch noch nicht. Das wird auf jeden Fall noch sehr wichtig für uns. Und ja, damit können wir jetzt mal in die Vergangenheit reisen. Himmel, was für ein Zauber ist das? Zeitreise. Bam, wir haben Erinnerung. Diese Macht lässt sich zur Zeit um zur Zukunft zurückkehren, indem ihr noch sicherer wart. Wenn ihr Schwierigkeiten seid, sich festhalten, um die Macht freizusetzen. Okay. Bedeutet, ab jetzt können wir auch die Zeit ein klein wenig zurückspulen und wir brauchen keinen Dolch der Zeit dafür. So, dann trinken wir nochmal einfach nur, um in der Vergangenheit zu speichern. Das mache ich nämlich auch im neuen Spielstand. Okay, und jetzt hier gehen wir dann noch bis zum nächsten Save. Jetzt sind die Fallen aber alle leider betriebsbereit, weil das ja jetzt Vergangenheit ist. Das heißt, die sind noch relativ neu eigentlich. Genauso wie diese Segen hier, die aber netterweise so einfach zu überwinden sind, dass es fast lachhaft ist.
Knife. Wichtigere. Statt Kolben. Bonustruhe. Tür. Schalter. Okay, wir müssen irgendwie hoch, damit wir wieder runter. Entschuldigung. Wir müssen irgendwo hoch, dass wir wieder runterkommen.